Schade, hier rüber kommen wir wohl erstmal nicht. Es ist aber auch alles crank hier, ey. Ha! Im letzten Moment habe ich ihn noch erwischt. Oder gesehen. Puh. Okay. Weiter geht's. Hier ist nichts mehr. Bitte stürz nicht ein. Bitte, 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 bitte. Das war einfach. Wow. Savage Garden, ey. So. Erzwetzstein. Erzwetzstein. Der Zwetzstein. Wieder kein Lachen. Autsch. Und das Lachen wird ihm gleich vergehen. Kann ich die kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Schade. Okay, hier ist nirgendwo was. Dann würde ich sagen. Das öffnet die Tür. Die zur Nebelwand führt. Leider beantwortet mir das alles nicht die Frage, wie ich zu diesem Dickmobster hochkomme. Um ihn zu erledigen, das will ich nämlich auch noch. Er nervt nämlich. Und wie er nervt. Ich glaube, ich finde den Weg noch. Stop. Wobei da oben... kann man auch noch irgendwie hin. Wie, das weiß ich gerade allerdings nicht. Ich komme später zu dir. Fühl dich ja nicht so sicher. So. Das sieht mir dermaßen nach Boss aus. Stellt den Großteil der... EP wieder her. So. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir den nochmal hier hin. Ich bin am Überlegen, ob ich erstmal mein Langschwert wieder reinnehme. Einfach weil ich damit geübter bin. So. Okay. Es ist kein Boss. Da versteckt sich nichts. Hier versteckt sich auch nichts. Da sehen wir Ketten. Hier sehen wir einen Wagen. Merkwürdiges Vieh. Schmelzsteinscherbe. Das ist wahrscheinlich für Waffen, die so eine Feuerverzauberung kriegen oder so. Sehr interessant. Könnte das zum Fatso führen? Halbmondgras. Wieder ein bisschen unseren Vorrat aufwerten. Ach du meine Güte. Wow! Hinter uns!
Oh! Scheiße. Wie viele sind denn das? Da hilft nur das Schild oben. Und erledigt. Bringt auch nur 51 Seelen. Das ist halt nicht mal viel. Aber die haben mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Was habt ihr denn so emsig verteidigt? Die Drachensteinscherbe. Und hier kriegt man ja alles an Scherben. Die kann alle anderen Erze zum Schmelzen bringen und eine aufgewertete Waffe in einen ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Ach so. Erfüllt Waffen mit der Kraft des Feuers. Waffen können durch Drachensteine bis auf Stufe 5 verstärkt werden. Interessant. Also kriegen wir damit eine Feuerverzauberung hin. Da drüben ist noch eine Nebelwand. Und das ist relativ gefährlich. Okay, das sind die Krieger von denen. Die dürften ein anderer Schnack sein. Ja, wobei alles machbar. Trotzdem darf man die nicht unterschätzen. Sehr gut. Nebelwand. Die haben einen fetten Hammer. Vor denen sollte ich mich eventuell auch in Acht nehmen. Sehr gut. Na, Schlammel! Schlag mich nicht mit deinem Schlauch, Dionysos! Beitsch mich nicht. Oh Gott, ey, was für alles für Zeug kriegen. Und da muss man einmal kurz die Augen zuknallen. Ja, hier schalten wir gleich die Abkürzung frei. Sichelmondgras. Guck mal, hier vorne sind die, die uns abgeschmissen hatten. Richtig cool wieder die Verknüpfung. Und hier können wir jetzt schön unsere Abkürzung bekommen. Dreh am Griff. Ah, der fährt jetzt immer. Der fährt jetzt einfach durchgehend. Ja, das ist natürlich cool. Wir wollen jetzt mal eben nochmal unterschiedliche Sachen prüfen. Kommt man hier noch irgendwo hin? Nein, aber hier ist was. Und zwar eine Rheinsteinscherbe. Hier ist nichts mehr. Jetzt würde ich gerne noch einmal nach unten gehen hier und gucken, was hier ist. Das sieht mir nämlich auch noch irgendwas aus. Hier hat jemand auf jeden Fall sein Quad. Da ist ein Schmied! Ich habe euch hier in der Gegend noch nie gesehen. Hi! Was macht das schon? Der braucht einen Schmied? Her mit eurem Stahl. Falls nicht, ist da die Tür. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Wer hat den Infinity-Handschuh? Ed der Schmied.
Waffe aufwerten. Wollen wir mal den Flügelspeer aufwerten? Hätte ich irgendwie Bock drauf. Schlitzerflügelspeer. Da haben wir aber nichts. Okay, wir können ihn... Ja, wir können ihn echt ein bisschen aufwerten hier. Stufe 2 kriegen wir auch noch hin. Stufe 3. Ah, da fehlen schon wieder ein paar Seelen. Ich hab zu tun. Ich hab keine Zeit zum Plaudern. Das Schmieden verstärkt eine Waffe und verändert ihren Charakter. Erze sind verwandelte Geister. Ihre Anwesenheit segnet die Waffe. Sehr coole Ideen auf jeden Fall. Jetzt haben wir unseren Speer mal auf Stufe 2 gebracht. Seele eines angesehenen Helden sogar. Krass. Fahren wieder hoch. Ganz hoch. Und machen da weiter. Sehr schön. Hier ging es nicht weiter. Jetzt gehen wir wieder hoch. Irgendwo hier in der Nähe muss der nächste Boss einfach sein. Der erste Boss dieses Gebiets. Ich bin gespannt, wie schwer er wäre. Es ist relativ naheliegend, dass der hier hinter ist. Okay, ist er nicht. Okay, der Speer ist deutlich stärker geworden. Jetzt brauchen wir nur noch 3 Standardhiebe, um so ein Vieh zu erledigen. So. Wir waren hier unten noch nicht. Ich habe hier unten nämlich auch noch einen Weg, und zwar den hier. Okay, es gab ihn nicht. Schade. Ich denke mal, dass wir später nochmal hier hinkommen. Da oben zum Beispiel ist nämlich auch noch was zum Looten. Ich frage mich gerade, ob man da reinspringen kann und dann irgendwo hinfährt. Geht das? Naja, zumindest nicht von hier. Aber irgendwie muss man in diese an diese Bereiche noch rankommen. Da muss es eine Möglichkeit geben. Vielleicht wirklich durch eine unsichtbare Wand, könnte ich mir sogar vorstellen. Wobei ich bisher in diesem Spiel noch keine gesehen habe. Dann wüsste ich wenigstens, wie die sich äußern, ne? Sieht genauso aus wie Eds Schmiede unten. Okay. Ich wollte gerade sagen, der greift jetzt an. Wieso bist du denn so schlecht drauf, Mensch? Große Hartsteinscherbe. Ja, ich habe mir jetzt auch gedacht, ganz ehrlich, wir haben hier so viele von diesen Scherben gefunden, da können wir auch mal unsere Waffen verbessern. Also, da muss man damit auf jeden Fall nicht geizen. Krass. Alles im Berg drin, im Gebirge drin. Sieht schon heiß aus. Ich wusste es. Ich wusste es! Ich wusste es! Aber vielleicht kann man von da oben... Nee, kann man auch nicht.
Was eine Scheiße, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Das nervt total. Immer muss man irgendwo runterbrechen. Ich bin doch nicht Entropy-Man. Sehe ich aus wie Nathan Drake? Nein. Also muss auch nicht alles ständig unter mir wegbrechen. Ist doch mies, ist das doch. Eine richtig miese Tor. Ist da eine geheime Wand? Sneaky Bastard! Mein lieber Herr, ey. Ich frage mich gerade, ob da unten hier... Ist hier... Nein, ist hier nicht. Schade. Das hilft uns nicht. Ich hatte gehofft, dass man da vielleicht von da aus irgendwie weiterkommt. Wenn es nur irgendwie eine Möglichkeit gäbe, auf die Loren zu kommen. Vielleicht von unten. Ich weiß halt nicht, wo das alles noch hinführt, ne? Also möglicherweise noch irgendwie, wenn man nach unten kommt. Hier kann man auch nachher noch überall lang gehen. Vielleicht kann man die Lava auch noch irgendwie loswerden. Dann könnten wir nämlich darüber kommen. Ich denke nicht, dass wir das aktuell überleben würden. Da hege ich ernste Zweifel dran. Dann haben wir wieder die Krieger. Die werfen. Zwei von denen werfen mit Steinen. Out. So, das war jetzt schon mal wichtig, dass wir die loswerden. Jetzt haben wir hier noch einen. Komm mal her. Sehr schön. Barriere freigeräumt. Nice. Da oben ist auch schon wieder irgendein Loot, an den man nicht rankommt. Das frustriert so. Könnt ihr das verstehen? Ich glaube, ich lege das Bastardschwert erstmal weg. Stahlschild. Okay.
Oh, sehr schwer, das Stahlschild. Sehr, sehr schwer sogar. Physischer Schaden wird um 100% würde ich jetzt erstmal auch nicht nehmen, weil es einfach na Quatsch, das war gar nicht meine Idee. Meine Idee war, das Ding erstmal wegzuschicken. Ausgerüstete Gegenstände können nicht eingelagert werden. Benutzen. Aber cool aussehen tut's schon. Wow. Der Schild schnappt ja richtig zu. Meine Güte. Da hätte ich Respekt vor. Schicken das Ding aber weg. Erstmal zumindest. Ah ja, jetzt sind wir hier. Verstehe. Hier drüben komme ich aber offensichtlich erstmal nicht hin. Wir können aber hier lang. Ja, das müssen wir uns auch merken. Wir können von da oben dann offenbar runterfallen. Verschüttet. Sagen, diesmal fällt hier nicht auf mich drauf. Diesmal sehe ich das, bevor ihr kommt. Wer haut da ab? No! Sorry, Doggo. Ich mein's doch gar nicht persönlich, aber was soll ich auch machen? Sind das eigentlich die, die so Geräusche machen? Solange wie ich hier war, nämlich, waren die Geräusche eben ziemlich laut. Und jetzt sind die Dinger weg. Hier könnte man weiter. Ist der einzige Weg. Ja. Übertrieben einfach. Übertrieben. From Software, the Masters of the Universe. Ich habe das Gefühl, du verheimlichst mir irgendwas. Halbmondgras. Da unten ist die Lore. Da oben ist auch noch was zum Looten. Hier ist auch was zum Looten. Wieder der Wetzstein. Let's Fetzstein. Okay, hier kann man nichts machen. Hier vielleicht was hinter. Na, nichts, was interessant wäre. So, hier. Kommt man leider auch nicht hin. Könnte ja sein, dass da noch irgendwas ist. Aber ich glaube, das ist auch der Weg, von dem aus wir gekommen sind. Also dementsprechend. Warum sollte ich da hin wollen? So. Das kann man nicht kaputt machen. Das ist also auch irrelevant zum Erkunden.
wird die anderen wieder sauer machen. Da ist auch was zum Looten. Ah! Keiner. Ich find's geil, dass er so einen kleinen Dash dann macht. Der vorsprintet. Noch eine Seele eines unbekannten Helden. Mann, da gab's ja viele hiervon. Rheinsteinscherben. Ist das das Wasserrad hier? Und jetzt? Ach, nice. Okay. Coole Idee auf jeden Fall. Jetzt sind wir ja wieder hier. Und jetzt müsste ich theoretisch hier oben... Müsste ich ja jetzt hier lang können, ne? Yo. Nicer Scheiß. Was ist denn das für eine kleine Tür? Tyrion Lannister? Wohnst du hier? Halbmondgras. Ring der Giftresistenz. Irgendetwas sagt mir, dass ich das gleich gebrauchen könnte. Immer noch kein Boss. Wo lauert er, der erste Boss dieses Gebiets? Wo? Fuck. Ah. Und erledigt ist der fette Minister. So, das wird jetzt nicht nett. Denn wie gesagt, dahinter wird ein Boss sein. Wir haben ja zum Glück nicht so viele Seelen. Ich denke, das kann man riskieren. Ministerhose ist auch geil. Ministerhose. Eine höhere Feuerresistenz, nicht schlecht. Okay. Doch kein Boss. Ephema-Augenstein. Die Menschlichkeit von Demon's Souls. Okay, das überrascht mich jetzt schon mehr oder weniger. Wir sind jetzt also durch die ganze Mine marschiert, ohne einem Boss zu begegnen? Oh nein. Warum sind hier Spinnennetze? No.
Warum sind hier überall Spinnennetze? Kann man mir das freundlicherweise verraten? Sonst gehe ich nicht weiter. Ja, ich mache meine Drohung wahr. Spinnensteinscherbe. So, wir haben hier. Scheint unbeweglich zu sein, okay. Was passiert denn dann? Das ist ein großer Aufzug oder was soll das sein? Ah! Hinterhältig! Chris. Ich kannte mal einen Chris. Der war eigentlich immer nett. Irgendetwas sagt mir, dass ich das nicht hätte tun sollen. Irgendetwas sagt mir das. Es geht verdammt tief nach unten. Oh Mann. Oh Scheiß. Oh, what the fuck. Oh mein Gott, es muss eine Spinne sein. Das muss einfach eine Spinne sein. Spinnensteinklumpen. Aber wisst ihr was? Das machen wir erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Demon's Souls. I want you. For an adventure. Richtig. Der miese Move.